Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen für das ganze Jahr eingehen. Das ist dann euer Erlebnishintergrund für 2018. In Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres mit den Liebesplaneten genauer an. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop, 45 Minuten Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Wer gewonnen hat, gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Im Venusjahr 2018 werdet ihr weiterhin häufig im Mittelpunkt stehen, erfolgreich sein und viel Aufmerksamkeit und Anerkennung genießen, denn der Mondknoten steht noch die meiste Zeit im Löwen. Wenn ihr auf Partnersuche seid, habt ihr deutlich erhöhte Chancen, jemanden für eine langfristige neue Beziehung zu finden. Uranus, der die letzten 7 Jahre in einem günstigen Aspekt zur Löwesonne stand, wird dieses Jahr ab Mai langsam aber sicher in den Stier wechseln und damit einen herausfordernden Aspekt zur Löwesonne bilden. Er zeigt an, dass in den nächsten Jahren einiges an Veränderungen auf euch zukommt. Das kann aufregend sein, aber auch störend wirken. Das hängt jetzt davon ab, wie gut ihr euch auf Veränderungen einstellen könnt und wie flexibel ihr reagiert. Die Liebesplaneten Venus und Mars zeigen einen sehr heißen Herbst für euch an. Vor allem zwischen September und November werden die Gefühlswogen hochschlagen. Das sind Zeiten, die ebenso romantisch wie riskant in der Liebe sind. Und da gehe ich dann in Teil 2 des Jahreshoroskops genauer drauf ein. Jetzt will ich mich erstmal eurem Erlebnishintergrund widmen, also den langsam laufenden Planeten und euren langfristigen Tendenzen für 2018. Der Mondknoten steht noch bis zum 6. November 2018 im Löwen. Das heißt, ihr werdet viele neue Menschen kennenlernen und es kann sich herausstellen, dass diese sehr wichtig für eure Zukunft sind. Auch umgekehrt gilt, dass ihr wichtige Türöffner für andere Menschen werden könnt, denen ihr den Weg in eine bessere Zukunft zeigen könnt. Es ist auch eine Zeit, in der ihr euren Seelenpartner treffen könnt und das deutliche Gefühl habt, dass diese Beziehung karmisch ist. Ihr fühlt euch zu Menschen hingezogen, die ihr nicht nur attraktiv findet, sondern bei denen ihr auch dieses Gefühl habt, denjenigen oder diejenige schon ein Leben lang zu kennen. Und selbst wenn daraus nicht die große Liebe wird, kann eine solche Begegnung von großer Bedeutung für euch sein, denn ihr helft euch gegenseitig weiter, sei es beruflich oder im sozialen Umfeld. Bitte schaut euch dazu auch nochmal das Video Folge deinem Herzen über den Mondknoten im Löwen an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Der Mondknoten wandert 2018 über eure Sonne, wenn ihr zwischen dem 22. Juli und dem 11. August Geburtstag habt. Glücksplanet Jupiter steht für euch im 4. Sonnenhaus der Familie. Und das ist eine sehr schöne Phase mit eurer Familie. Glückliche Löwepaare können auch Nachwuchs bekommen. Die Familie kommt zu Besuch, ihr feiert gerne bei euch zu Hause. Das ist auch eine super Zeit, falls ihr euch ein Haus kaufen oder euer Heim renovieren wollt. Ihr könnt eure Wohnsituation verbessern und vergrößern. Vielleicht überlegt ihr auch, euer Haus unterzuvermieten und in ein weiteres Haus zu investieren. Das gilt übrigens auch für die Löwe-Aszendenten, die Jupiter im 4. Haus haben. Allerdings geht Jupiter damit auch in eine Spannung zum Löwezeichen und das kann bedeuten, dass ihr des Guten zu viel wollt und mit euren Vorhaben und Ideen vielleicht auch über eure Grenzen geht. Das gilt auch für eure Finanzen. Wenn ihr in ein Haus investieren wollt, dann muss das sorgfältig und gründlich geplant werden und im realistischen Rahmen bleiben. Übernehmt euch bitte nicht mit Krediten. Am direktesten bekommen diejenigen den Jupiter-Aspekt auf die Sonne, die zwischen dem 5. und dem 16. August Geburtstag haben. Ab dem 8. November wird der Jupiter dann ins Zeichen Schütze gehen und damit in euer Haus der Lebensfreude und in einen günstigen Trigon-Aspekt. Ihr dürft euch dann auf ein Jahr freuen, in dem Spaß und Kreativität und Liebeserlebnisse großgeschrieben sind.
Exzentrikplanet Uranus steht noch bis Mai in einem günstigen Aspekt zur Löwesonne und dann nochmal von November bis März 2019. Vor allem, wenn ihr zwischen dem 17. und 22. August Geburtstag habt, ist das ein sehr prickelnder Aspekt für euch, für eure Kreativität und auch für euren Spaß am sexuellen Experimentieren. Wenn ihr Solo seid, kann es schnell funken, wenn ihr interessante neue Leute kennenlernt. Und das können auch Menschen aus dem Ausland oder einem anderen Kulturkreis sein. Auch wenn euer jeweiliger Hintergrund dann sehr verschieden ist, ist die Anziehungskraft groß. Und so eine Beziehung hat auch Potenzial. Vor allem deshalb, weil ja eben der Mondknoten noch im Löwen steht. Von Mai bis November geht ja der Uranus schon ins Zeichen Stier. Und das werden die Geburtstagskinder spüren, die ganz zu Anfang Geburtstag haben, also zwischen dem 23. und dem 26. Juli. Vielleicht stellt ihr eure Beziehung in Frage, was euch eigentlich gar nicht liegt, denn ihr habt gerne stabile Verhältnisse. Aber das Leben oder auch euer Partner kann euch davor Herausforderungen stellen. Vielleicht gibt es beim Partner eine Veränderung im Job und er muss in einer anderen Stadt arbeiten und unversehens müsst ihr eine Fernbeziehung führen. Oder Menschen, denen ihr sehr nahe steht, ziehen weg oder es steht einfach an, eine Beziehung zu beenden, die nicht mehr funktioniert. Versucht es als Chance anzusehen, in eurem Leben etwas zu ändern, was sich auf lange Sicht als gut für euch herausstellen wird. Versucht, das Aufregende und Neue in solchen Ereignissen zu sehen, die Chance statt der Krise. Wie gesagt, 2018 steht der Mondknoten noch in eurem Zeichen und wenn Menschen aus eurem Leben wegdriften, werden dafür neue Menschen kommen, die euch gut gefallen. Die kosmischen Schwergewichte, Saturn und Pluto und bis zum 6. August auch die Lilith, bilden keine Hauptaspekte zur Löwesonne. Und sie gehen in den nächsten Jahren durch euer sechstes Sonnenhaus. Sie erzählen davon, dass ihr häufig Anpassungen vornehmen müsst, vermutlich hauptsächlich im Job und was eure Gesundheit anbetrifft. Aber auch in euren Beziehungen werdet ihr das spüren, besonders natürlich mit Arbeitskollegen. Das sind ja auch Menschen, mit denen man auf die Dauer eine relativ enge Beziehung eingeht. Und da ist dann viel Wandel drin, vielleicht weil sich die Strukturen in eurer Firma ändern. Pluto in eurem sechsten Haus zeigt an, dass es schwierig für euch werden könnte, Leute zu finden, die euch unterstützen. Und mit Saturn dabei könntet ihr dazu neigen, alles im Alleingang schaffen zu wollen. Da müsst ihr ein bisschen auf eure Gesundheit achten, denn wenn ihr euch überarbeitet, kann das zu allen möglichen Zipperlein führen. Ihr müsst also eine gute Arbeits- und Gesundheitsroutine für euch finden und einhalten und gegebenenfalls auch gute Heiler und Therapeuten für euch finden, die euch unterstützen. Bis zur Jahresmitte ist die wilde Lilith noch dabei und die kann euch zeitweise dazu aufstacheln, alles hinschmeißen und kündigen zu wollen. Wenn ihr euch an eurem Arbeitsplatz wirklich unwohl fühlt, dann tut nicht aus einem plötzlichen Impuls heraus etwas, was ihr hinterher bereuen würdet. Aber mit einem guten Plan kann ein Übergang in eine bessere Arbeitsumgebung durchaus gelingen. Ab dem 6. August geht dann die Lilith in den Wassermann und zwar für rund 9 Monate bis zum 3. Mai 2019. Sie wird dann durch euer Partnerhaus wandern und das in Spannung zur Löwesonne. Das kann Begegnungen anzeigen, die euch ganz schön den Kopf verdrehen und zwar so, dass ihr vielleicht sogar euer gemütliches Beziehungsparadies verlassen wollt, um euch auf eine super heiße Liaison einzulassen. Und ihr müsst auch aufpassen, falls ihr irgendeine heimliche Sache am Laufen habt. Denn Lilith lässt gern heimliche Affären auffliegen und dann gibt es einen Aufruhr im Beziehungsleben. Während dieser stürmischen Lilith-Aspekte kann es euch schwerfallen, die Kontenance zu behalten. Wenn ihr also spürt, dass sich da etwas anbahnt, was euch gefährlich werden könnte, dann kommt zu mir in die Beratung. Das gilt übrigens auch für die Löwe-Aszendenten und ganz besonders für die Geburtstagskinder vom 23. Juli bis zum 10. August. Dazu kommt dann auch noch der Mars, der sich dann hier im Sommer mit der Lilith verbindet. Aufgrund seiner Rückläufigkeit wird er sich fast 5 Monate im Zeichen Wassermann aufhalten und dort Spannungen zur Löwesonne bilden. Das ist in der Zeit vom 16. Mai bis 13. August und vom 11. September bis 15. November. Dabei wird er genau wie Lilith durch euer Partnerhaus laufen und da kann es bei Begegnungen und auch in festen Partnerschaften hoch hergehen, entweder sehr leidenschaftlich oder auch in Form von Konflikten.
Mehr darüber erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops, wenn es um die Liebesplaneten geht und natürlich in den aktuellen Monatshoroskopen. Insgesamt habt ihr gute Chancen, dass das Jahr für euch versöhnlich ausklingt, weil Glücksplanet Jupiter ab dem 8. November in den Schützen geht und damit in einen sehr schönen Aspekt zur Löwesonne. Nicht nur, dass das Leben dann wieder Spaß macht und die Romantik wieder unkomplizierter wird, es werden euch auch kreative Lösungen für Situationen einfallen, die euch bis dahin Kopfzerbrechen bereitet haben. Deshalb, wenn es zu einem Beziehungskonflikt kommt, dann macht die Tür nicht zu. Wahrscheinlich seht ihr das alles zum Jahresende wieder viel optimistischer. Das waren eure wichtigen Grundtendenzen für 2018. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich zwei wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturn-Probleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturn-Transit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.